Ja, guten Morgen oder guten Mittag, zu welcher Zeit ihr auch immer dieses Video anschaut. Heute soll es kurz darum gehen, Mitte Oktober, was ist dieses Jahr noch zu tun oder was habe ich noch vor mir? Ja, das will ich euch in dem Video einfach kurz zeigen. Wie gehabt, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, gerne ein Abo und ansonsten wieder viel Spaß beim Video. Ja, ich hoffe, dass es mit meiner Stimme geht. Wir hatten zur Tag der offenen Tür jetzt. Wir haben keine Werbung groß gemacht. Ja, ich konnte abends nicht mehr sprechen, oder? Es war sehr schwierig. Aber ja, jetzt starten wir. Also wir haben es Mitte Oktober. Wir hatten es jetzt ja viel Regen die letzten Tage. Und was muss ich jetzt noch machen, beziehungsweise was habe ich jetzt schon gemacht? Also was man vielleicht hier sieht, für Tadant untypisch, zwei Bruträume aufeinander. Das rührt einfach daher, das sind die Völker, wo ich im letzten Video gesagt habe, wo ich Probleme hatte mit der Königin. Ich hatte hier noch ein paar Jungvölker mit guten Königinnen. Die habe ich jetzt einfach in den Regentagen aufgesetzt. In den Regentagen deshalb, weil da die Bienen eben jetzt praktisch fast eine Woche nicht geflogen sind und die von einem Bienenstand kommen, der im Prinzip hier ums Eck ist. Ne? Also dass die nicht alle wieder da zurückfliegen. Das wird ganz gut funktionieren, erfahrungsgemäß. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber damit ist bei mir jetzt so, dass jedes Volk hat eine Königin, hat eine gute Königin, hat eine junge Königin. Dann, wenn wir uns das Flugloch heute anschauen, sie bringen ja jetzt wieder 30 Grad für Mitte, Ende Oktober, ne? Oder 27 Grad, also extrem warm nochmal. Ja, jetzt stehe ich im Weg, jetzt sieht man es nicht, aber vorher beim Herlaufen, sie bringen sehr viel Pollen, die Bienenvölker. Ne? Und dieser viele Pollen im Oktober, aber vor allem im Frühjahr. Ne? Das sind ja auch Bienenstandorte, wo oft dann auch im Frühjahr gute Pollen haben. Das ist unheimlich wichtig. Also das macht für mich auch einen guten Überwinterungsstandort aus. So wie man es hier sieht. Sonnige Lage, also hier hinten ist Süden. Und ja, es ist ja so eine Senke, wo die kalte Luft abfließt. Ne? Unten stehen die nicht ganz optimal, aber ich muss halt hier auch irgendwo die 40 Bienenvölker unterbekommen. Aber das funktioniert hier eigentlich immer top. Ne? Ist ein sehr, sehr schöner Überwinterungsstandort. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ich werde jetzt dieses warme Wetter noch mal nutzen. Ich habe noch ein paar Jungvölker. Entschuldigung, die, wo ich wahrscheinlich vereinigen werde. Ja, also sowas mache ich noch. Also ich will immer so mindestens 5 Waben Bienen haben, wenn ich in den Winter gehe. Ich meine, 3 Waben kann man auch überwintern, aber so 5, ne? Vielleicht lasse ich auch ein paar auf 3 Waben. Ich meine, das ist ja immer eine Ad-hoc-Entscheidung. Ich stehe vom Bienenvolk, schaue mir das an, habe so einen Gesamteindruck und dann entscheide ich, werden sie vereinigt oder finde ich die Königin gut oder das Bienenvolk gut, dass es eben gut durch den Winter kommt und dass man das lohnt, sich separat zu behalten. Das steht jetzt nochmal an, dann schaue ich nochmal nach dem Futter. Also man hat ja durch die, also ich habe ja dieses Jahr alle geteilt und behandelt und man hat ja Völker, die richtig gut auch noch in Brut sind, ne, weil es noch nicht kalt war dieses Jahr wieder und die richtig Futter verbraucht haben. Also da werde ich die nächsten, der Wetterbericht sagt jetzt, wir haben jetzt ja nochmal im Prinzip so einen goldenen Oktober mit fast 2 Wochen. Warmen Wetter um die 20 Grad. Das werde ich nutzen, um nochmal nachzufüttern. Ich habe auch, wo ich den Wetterbericht gesehen habe, dass sowas kommen soll, habe ich auch noch keine Mäuse dahin gemacht. Also die sollen jetzt ruhig fliegen, ungehindert den Pollen da reinkriegen, ohne Verluste. Ob das jetzt Sinn was bringt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich feiere es so nochmal zu allen Bienenvölkern und schaue nach dem Futter und dann kann ich da das Mäusegitter auch Richtung Ende der Warmwetterperiode einfach nochmal hinmachen
und dann sind wir da auf der sicheren Seite. Ne? Wie gesagt, habt ihr in den letzten Videos gesehen, Varroa habe ich mir im Prinzip vor 2 Wochen noch mal angeschaut. Da behaupte ich mal, da sind wir zu 100% im grünen Bereich. Da mache ich mir keine Sorgen. Wie gesagt, das ist jetzt einfach noch mal ein Futterthema. Und wie gesagt, also das sind ja auch nicht viele, aber wir reden vielleicht jetzt von, keine Ahnung, 1% der Bienenvölker, wo ich vielleicht noch mal mir über eine Vereinigung Gedanken mache. Alles andere ist jetzt wirklich parat für den Winter und es wird auch Zeit, weil ja irgendwann ist dann auch mal an der Biene gut und der Imker braucht auch mal eine Pause. Vor allem, weil man muss ja auch sagen, es geht jetzt auch so diese Honigverkaufssaison los. Die Verkaufszahlen gehen ja immer, kann man sagen, sobald es kalt wird, im Oktober gehen die deutlich nach oben. Und da muss natürlich auch der Honig im Glas sein. Das braucht auch Zeit. Das müssen die Etiketten geklebt werden. Also das ist jetzt halt, es verlagert sich die Arbeitspensum einfach ein bisschen nach drinnen. Aber das schadet bei dem Wetter nicht. Ja, was wir sonst noch machen. Wir pflanzen natürlich noch ein paar Bienenweiden. Ich meine, wir haben ja ein paar Wiesen und kaufen ja auch regelmäßig da was dazu. Und da steht dieses Jahr wieder an, was zu pflanzen. Also ich weiß gar nicht botanisch, wie die heißen. Da bin ich nicht so der Fachmann. Ich vermehre die einfach oder habe die oft selber vermehrt oder kaufe die auch manchmal dazu. Und da wollen wir wieder so ein paar Hecken pflanzen. Also jetzt nicht nur für die Biene. Ich meine, das kommt ja auch der Wildbiene, das kommt dem Schmetterling, das kommt den Vögeln zugute. Also da wollen wir jetzt noch was machen im Oktober, solange es noch draußen angenehm zu arbeiten ist und der Regen kommt, dass die Wurzeln da auch schon mal ein bisschen Bodenschluss wieder bekommen. Das steht noch an und wie gesagt, ansonsten wird es ruhiger. Ich habe gedacht, ich mache mal noch so ein Video über mein Beutensystem. Ne? Also auch so ein bisschen vielleicht ein Vergleich, was es für verschiedene Beutensysteme gibt. Und ja, also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Und dann wäre das vielleicht mal für einen regnerischen Tag in Film wert, ne, wo man mal machen könnte. Ja, und gesagt, wie ansonsten, es ist relativ unspektakulär, was jetzt von uns passiert. Also einmal durch die reinlaufen, hinten anheben, das Gewicht abschätzen. Ich habe ja das ist ja auch, ich weiß nicht, ob wir das hier haben, aber manchmal hat man ja Völker, die nicht die absolute Sollstärke haben. Ja, aber trotzdem überwintert werden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Volk mit 5, ein Wirtschaftsvolk, wo ich sage, okay, dem fehlt vielleicht eine Wabe, dann schreibe ich mir das auf den Deckel. Und das schreibe ich mir deshalb auf den Deckel, dass ich das einfach beim Futter anheben weiß. Dass das jetzt ein Folge schon ein bisschen schwacher ist. Das dann entsprechend ja auch vom Gewicht etwas schwacher ist. Und das spart mir halt einfach die Arbeit. Und ich kann da im Prinzip, keine Ahnung, da brauche ich 5 Minuten dazu, bis ich hier durch bin. Also da ist das Fahren immer das Längste. Ja, jetzt habe ich aber auch, glaube ich, wieder eine ganze Menge erzählt. Vielleicht war ja was Interessantes für euch dabei. Noch kurz eine Schleife. Ich meine, ich mache es ja nicht so gern, aber wir überlegen ja für nächstes Jahr ein bisschen so gläserne Produktion, Tag der offenen Tür. Vielleicht auch was mit Wissensvermittlung über unsere Betriebsweise ein bisschen vorzustellen. Und auch da würde es mich einfach interessieren. Ich werde es wahrscheinlich in einem anderen Video nochmal aufgreifen, wie eure Meinungen sind, ob ihr da Interesse hättet, ob ihr jemanden kennt, der das schon macht, an was ihr Interesse hättet. Also da würde ich mich einfach über Anregungen der treuen Zuschauer freuen, die jetzt am Schluss noch dabei sind. Ja, dann könnten wir da mal was uns fürs nächste Jahr überlegen. Ja, jetzt aber wirklich genug. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Den einen oder anderen wird man vielleicht in Donaueschingen ja sehen. Und ja, also bis dann. Ich gucke jetzt mal, dass ich zum Friseur komme noch. Ne? Also, bis dann. Ja, ciao.